Buchen sich die Kopf. Oh, Marcel kassiert einen Bodycheck. Bam. Und Loco. Pablito auf Boris. Boris auf Spidey. Ich schicke Pablito in den freien Raum. Und unser erstes Spiel ist durch und wir haben direkt schon mal ein Tor geschossen. Und 16 kassiert. Ja. Ja, 1 zu 16 ist es ausgegangen, aber wir waren nicht mal da, sondern auf Malle. Ja, man muss doch einfach mal mit einem 1 zu 16 in die neue Saison starten. Ne? Das kann schon mal passieren an der Stelle. Heute steht unser zweites Spiel der Saison an und wir sind tatsächlich auch mal am Start. Aber jetzt wird das Ganze natürlich auch filmisch begleitet, deswegen lasst mal ein Like da, wenn ihr Bock darauf habt. Dann wissen wir auch, dass wir das Richtige tun. Oh, ich höre gerade, die heutige Challenge heißt, schaffen wir es, weniger Tore zu kassieren als die Außentemperatur. Ist schon relativ warm, über 20 Grad. Das heißt, wird schwierig für uns. Ja, könnte schwer werden. Ne? Unser heutiges Spiel ist ein Auswärtsspiel beim DSC 99 und dem einen oder anderen sollte der Platz auf jeden Fall bekannt vorkommen. Okay. Hier hat alles angefangen, Leute. Fühlt sich fast an wie ein Heimspiel. Oh, ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Platz. Dann trefft ihr auch mal den Rest der Mannschaft. Let's go. Come on. Also Abwehrchef Mo, was ist heute die Taktik, um vielleicht mal hinten die Null zu halten und nicht wieder 16 Tore zu kassieren? Ja, das wissen wir noch nicht, aber wir gucken mal. Ja, individuelle Klasse ist das A und O. Und ja, dann ja, gucken wir mal auf gut Glück, ne? Gut Kick. Ich gehe einmal Aufstellung durch. Links Außenverteidiger Spidey, linke Innenverteidigung Cedric. Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Musti als Libero hinten, du sicherst alles ab. Schrei die Leute auch gerne an. Hört alle auf Musti. Egal was er sagt, ihr macht das, was er sagt. Wir brauchen jede Unterstützung, dass wir uns auch so fühlen, dass wir auch eine gute Rückendeckung haben. Gleich geht's ab. Und an die Leute, die reinkommen. Yunus hat sich im ersten Spiel verletzt, er fällt leider erstmal aus. Hier seht ihr unsere Aufstellung, wir starten erstmal sehr defensiv. Unglücklicherweise haben wir immer noch kein Torwart, deswegen müssen wir wieder Feldspieler ins Tor stellen. Schauen wir einfach mal, was passiert und ob es wieder zweistellig wird. Hey, ich bin Cedric und bin kamerascheu. Musti, ein paar Worte. Musti, Abwehrchef, ich hoffe wir gewinnen heute. Ja, ihr kennt mich, Stürmer, sexy, 3 Tore heute. Rechts außen und heute ist der Pfosten dran. Mein Name ist Paul, alias Cassie, ja. Und ich bin der Cousin von Mo. Unser Topscorer Pablito. Pablito Sway, heute mit der Nummer 11. Oh. Schlag. Das ist ein Video, Jungs. Und ich bin auch dabei. Spiel geht los. Let's go. Hast du den Aufnahmeknopf gefunden? Junge, selbstverständlich. Ja, perfekt, Bruder. Du machst das hier richtig. Mhm. Ich muss kurz ein Foto machen. Oh, Junge. Für die Gang das allererste Spiel, für unsere Mannschaft allerdings schon das zweite Saisonspiel. DSC hat Anstoß und wir spielen in den weißen Trikots natürlich. DSC direkt gefährlich da vor unserem Tor und sie kriegen einen Freischuss zugesprochen. Naja, als ob jetzt von dem Freischuss irgendeine Gefahr aus... Ja, Mann, Alter. Zweite Minute und wir liegen schon 1-0 hinten. Besser kann man gar nicht starten in so einem Spiel. Wir sind wieder am Anstoßpunkt. Kleiner Spoiler, da werden wir uns noch einige Zeit wiederfinden. Wir spielen den Ball erstmal sicher hinten rum. Das sieht super solide aus, Jungs. Einwurf für uns auf der rechten Seite. Der Ball kommt zu Can, der nimmt den super an, kann den Ball behaupten, spielt ihn dann zurück auf Mo, den rechten Außenverteidiger, und der packt den unnötigsten Chip der Geschichte aus und Ballverlust. DSC kommt jetzt über die rechte Seite, der Spieler pölt den Ball einfach nach vorne, muss sie verlängern, ihn unglücklicherweise, und es steht 2-0 für DSC, wer hätte es gedacht. Wir stehen überraschenderweise wieder am Mittelpunkt. Ich spiele den Ball jetzt erstmal ein bisschen hinten rum, muss auch mal sein. Der Ball kommt auf Loco, der spielt ihn wieder auf rechts außen zu Mo. Und ja, Ballverlust, das ist ja was ganz Neues, Mo, klasse. DSC stürmt über die linke Seite jetzt und der Spieler zieht nach innen, bringt den Ball rein, ganz unübersichtliche Situation und irgendwie können wir es klären. Der Ball kommt jetzt rüber zu Loco Floki, ganz stark da abschirmen wie Pogba, spielt raus auf Pablito, der wartet verzögert. Ich lauf doch mit, aber nein, er spielt den langen Ball in die Spitze. Kann Eli drankommen? Nein, der Torwart ist da. DSC jetzt im Angriff. Sie wollen ihren Stürmer schicken. Doch durch die bloße Präsenz von Abwehrchef Mo geht er zu Boden. Ganz stark gemacht. Dafür ist unser Mo bekannt. Der Ball kommt jetzt raus auf mich. Ich nehme den Ball mit. Hab keine Anspielstation. Leg ihn rüber auf Holzi. Der läuft auch mit und verliert den Ball.
Ja, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht den Konter einfangen. Ich fehle jetzt natürlich hinten, renn zurück wie ein Irrer. Können wir DSC stoppen? Boris von außen coacht auch und irgendwie können wir den Ball abfangen. Wollen jetzt selber den Konter starten. Pablito wieder am Ball und spielt wieder einen seiner genialen Pässe. Raus auf Eli, aber auch wieder zu langsam. Der Torwart spielt mit. Haben sie echt nicht schlecht gemacht. Jetzt DSC wieder im Angriff. Spielt den Ball rüber. Ich komme nicht dran, nur mit der Zehenspitze. Aber der Torwart hat den Ball. Dazu müssen wir noch sagen, wir hatten beide Halbzeiten jeweils einen Feldspieler im Tor. Aber ansonsten haben wir es eigentlich nicht schlecht gemacht. Hier können wir auch den Angriff von DSC abwehren. Spielen jetzt hier solide hinten raus. Man muss sagen, es sieht gar nicht mal so beschissen aus. Loco jetzt auf Mo. Mo zurück auf Musti, der mit der Seitenverlagerung aus der Hölle. Ich nehme hier den Ball irgendwie mit dem Kopf an. Spiele ihn auch wieder zurück auf Pablito. Was tut er? Auf Can. Can auf Pablito. Ich habe mich ein bisschen unsichtbar auf der linken Seite gefühlt, muss ich sagen. Kaum einer hat mir gespielt. An sich alles nicht so schlecht. Aber, Leute, hier seht ihr einfach mal ein klassisches Beispiel, was bei uns schief läuft. Mo mit einem unnötigen Fehlpass. Das war, glaube ich, schon der dritte Bruder. Aber Pablito kann den Ball noch saven. Ah ja, wurde mal wieder Zeit für ein Gegentor, Bruder. Muss los. Jeder Schuss ein Treffer, aber wie gesagt, wir hatten einfach keinen Torwart. Danach wurde es Zeit, unsere Nummer 9 zu bringen. Boris die Bestie. Wir haben umgestellt, ein Verteidiger raus, ein Offensivspieler dafür gebracht. Da kann es doch nur besser laufen. Ah ne, haben wir 11 Meter kassiert. Ah, nächstes Gegentor. Ja, kein Bock. Was geht ab? Alles gut bei euch? Sehr nice, bei mir auch, danke. Hier will ich eigentlich einen schnellen Doppelpass mit Holzi spielen, der sieht mich aber nicht, läuft dann einfach durch die Mitte, kann sich aber durchsetzen. Holzi ist einfach eine Maschine, Leute. Legt den Ball auf Boris, Holzi wieder, zurück auf Mo und da können wir Cut machen. Haarige Situation in unserem 16er, der Torwart kann den Ball parieren und wir können ihn irgendwie vom Tor fernhalten. Kopfball, Kopfball und der Torwart schlägt ihn ins Aus daraus. Kommt eine Ecke für DSC und ja, wer hätte es gedacht? Der Ball kommt in die Hälfte von DSC. Boris mit einem starken Ball auf Holzi. Holzi tankt sich durch. Eine absolute Killermaschine. Aber an der 16er Kante verliert er leider den Ball. Turu mit dem nächsten Angriff über Holzi. Holzi auf Mo. Mo mit der Chance und dem nächsten unnötigen Chip. Bruder, lass doch diese Chips. Was soll denn das? Mann, ich raste komplett aus. Pablito am Ball. Wird geschickt. Zieht durch. Aber der DSC klärt den Ball zum Einwurf. Der Einwurf wird auf mich gespielt. Ich spiele zurück auf Pablito. Pablito auf Boris. Boris auf Spidey. Ich schicke Pablito in den freien Raum und Richtung Tor. Oh mein Gott! Komm her, Pablito! Unser Topscorer schlägt wieder zu. Pablito hat auch schon im ersten Spiel getroffen. Das einzige Tor für Turu gemacht. Spidey, das ist meine Wenigkeit, jetzt mit der Vorlage. Und wir sind wieder im Angriff, Leute. Boris auf Holzi, wieder auf Boris. Boris wechselt die Seite, nimmt mich mit. Ich weiß nicht, ob ich schießen soll. Legt den Ball rüber auf Holzi. Holzi versucht ihn nochmal auf Boris zu legen. Der Ball kommt irgendwie noch nach außen zu Can. Aber der Schuss wird leider geblockt. Sehr schöne Aktion auf jeden Fall von uns. Spielende? Nein! Mach mal ein Statement. Ja, Sachen passieren, ne? Wow, Junge, bist du ein Star? Die zweite Halbzeit startet mit einem Freistoß für uns, den Can ausführen wird. Wird er es wieder gut machen? Wir gehen wieder unserer Lieblingsbeschäftigung nach und zwar den Ball hinterher. Ein DSC im Angriff. Wir versuchen sie zu stoppen. Oh, Marcel kassiert einen Bodycheck. Bam. Und Loco geht down. Sidekicks, Mann. Ich gönn mal einen Keks. Ihr seht selbst, das Spiel wird immer hitziger. DSC hat Angst. Angst, dass wir wieder rankommen. Mordor muss sie, setzt sich hier klasse durch. Legt den Ball auf Cedric. Und der mit der schönsten Aktion vom Spiel schießt den Ball über alle Zäune aus ganz Düsseldorf. Genau das will ich sehen. Und hier wieder im Angriff. Der Ball kommt auf Mo. Mo, mal mit keinem Fehl. Pass auf, Boris. Boris auf Holzi. Alle mit dem Abseits. Aber Holzi macht das Ding einfach rein. Holzi-Niveau. Ja, ja. Das zweite Tor für Turu. Und das war's auch vom Spiel, Leute. Am Ende haben wir noch ein paar Fotos gemacht mit Fans. Und es war sehr knapp.
Fazit vom Spiel, wir haben uns gesteigert. Ja, kann man auf jeden Fall sagen. Wir haben ein Tor mehr geschossen, genau. Und drei weniger kassiert. Wenn das so weitergeht, dann spielen wir bald gute Spiele. Also können wir auf jeden Fall schon ein bisschen stolz sein an der Stelle. Ja, auf jeden Fall danke für den Support. Auch waren richtig viele Leute da. Ja, macht immer Spaß mit euch. Ein Auswärtsspiel. Also, ja, nächsten Sonntag geht's weiter. Nächstes Spiel, Leute. Seid da. 17.15 Uhr bei Turo. Wir geben unser Bestes, Leute. Junge, jetzt haben wir auch noch mal gesehen, wo die Fehler sind. Jetzt stellen wir noch mal ein bisschen um. Und nächstes Spiel wird nicht zweistellig, versprochen. Also wir haben ja geschafft mit der Außentemperatur 13. Ja, ja, das haben wir angesagt und gehalten. Nächste Challenge unter 10 Gegentore. Unter 10 Gegentore. Dafür stehen wir hier mit unserem Namen. Ich wandere aus, Digga. Komm, lass dein Like da, kostenloses Bescheid, Abo, Leute. Für diese geilen Spiele. Wo seht ihr schon mal so? Ja, ein 13-2 ja, ja. Oder so? Ist so, ist so. Ich sag mal, die Hälfte unserer Mannschaft hat noch nie in einem Verein gespielt. So war auch mein allererstes Spiel nach dem Benefizspiel tatsächlich. Das war jemals ein richtiges Fußballspiel. So. Ja, also wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Gibt uns noch eine Saison. Wir machen das. Wir machen das. Leute, wir geben nicht auf. Kuss auf die Nuss.